Fauler Zauber. Seltsam, wie leicht es einem Frauen machen, die man nicht mehr liebt. Sie rufen zurück, sprechen dir verwirrende Dinge auf den Anrufbeantworter und laden dich sogar zum Essen ein. Tja, Frauen, die man nicht mehr liebt, können verführerisch sein, wenn sie auf einmal anfangen, dich zu verstehen, dir deine Macken nachzusehen. Man wird fast schwach, hofft auf das Beste, wirft alle Zweifel über Bord und tappt wieder in die Falle. Der alte Totengräber. Es war Winter 1981 und wir sahen uns immer in Junkes Bier bei Kopernikus, Ecke Warschauer Straße. Er ging am Krücken, ein altes Männlein, dünn und hutzelig. Du machst dir doch immer Notizen, Junge. Hast du nicht vielleicht ein Buch, das du mir mal leihen kannst? Was schwebt dir denn so vor? Kennst du die Brüder Grimm? Er hauste in einer kleinen, feuchten Kammer in der Parterrewohnung seiner Tochter. Die Wände waren kahl. Vom Fenster zum Türrahmen war eine Wäscheleine gespannt, doch seine langen, grauen Unterhosen trockneten nicht recht, weil es keinen Ofen gab. Ich legte ihm das Buch aufs Bett und sah mich um. Ziemlich frisch hier, findest du nicht? Kann man sich leicht den Tod holen. Er kicherte belustigt. Vor dem ist mir nicht bange. Er schob mich wieder in den Flur, der warm und hell erleuchtet war. Im Zimmer seiner Tochter lief der Fernseher. Ist ihr Zimmer auch so kalt wie deins? Nicht doch so laut! Wieso? Ist sie da drin? Er wurde kreidebleich. Um Gottes Willen, Junge, mach mir bloß keine Ärger und erzähl bloß keinem, was du hier gesehen hast. Bis heute habe ich mich daran gehalten. Einladung zum Totentanz. Wir verstanden uns sofort, als sie sagte, du kannst bei mir pennen, Süßer, aber erwarte nicht zu viel. Doch wirklich, ihre Wohnung war kaum größer als ein Sarg. Ihr Bett war härter als ein Grabstein. Ihre Decke dünner als ein Leichentuch. Und ihr Körper war so kalt, dass ich darin erfuhr. Eine einfache Rechnung. Neulich gönnte ich mir mal wieder ein Taxi, sagte jemand, na du musst es ja haben. Dabei habe ich es gar nicht, ich rechne nur. Im Taxi habe ich es mit einem schlecht gelaunten, rassistisch veranlagten, auf alle Welt neidischen, betrügerischen, aufs Trinkgeld schienenden Taxifahrer zu tun, im Nahverkehr mit Tausenden der gleichen Sorte, also was ist billiger? Ich war nicht so besonders in der Schule und Mathe war schon gar nicht mein Ding, aber eins habe ich da gelernt. Wenn du dich mit einem anlegst, holst du dir vielleicht eine Beule. Aber wenn du dich mit allen anlegst, machen sie dich kalt. An die Jüngeren. Schreiben ist wie Angeln. Also such dir einen, der es kann. Beobachte ihn. Hab Geduld. Leg dich auf die Lauer. Und störe ihn nicht. Egal, was man schon durchgemacht hat, vor manchen Weibern hat man trotzdem Schiss. Mein Gesicht war ein angeschwollener, tiefroter Klumpen. Aber ich konnte nicht die ganze Zeit im Bett herumliegen, also stand ich auf, setzte mich draußen in den Flur und erschreckte die anderen Patienten. Hast du das gesehen? Hörte ich sie vor dem Vorbeigehen tuscheln. Du meine Güte, warum nicht sehe ich nach meiner OP nicht auch so aus? Ich saß da und streckte die Beine von mir. Ich fühlte mich eigentlich recht gut, nur dass ich meinen Kopf nicht spürte. Auf einmal stand die Oberschwester neben mir. Sie sollen eigentlich im Bett sein, Herr Günther. Warum? Ich fühle mich wunderbar hier draußen. Aber Sie erschrecken die anderen Patienten. Dann schicken Sie die doch ins Bett. Sie sah mich drohend an und ihr Gesicht war jetzt so rot wie meins. Dann klingelte ein Telefon. Und als ich sie nicht mehr sprechen hörte, stand ich auf und ging wieder ins Bett.